is Molly. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Let's Hack. Wir spielen auf dem Comedy Server Skywars alleine und mit Nova B7 bzw. Nova B14, weil für alle, die es noch nicht wissen, Nova B14 gibt es sozusagen nicht. Nova B14 ist nur Nova B7 umbenannt und also die Mods sind renamed und so weiter. Also Nova B14, mit dem ich gerade spiele, sieht halt ein bisschen geiler aus, finde ich, weil dieses Blau ist nicht so geil. Und ist halt umbenannt, aber es ist hoffentlich noch nicht infected. Ich kann ja mal ein Video machen, wo ich den Download-Link zeige. So, der will sich etwa runterbauen. Okay. Den kriegen wir schon noch. Warum will der sich immer hochbauen? Das kapiere ich nicht ganz. Okay. Das muss man nicht verstehen. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe auch bald 500 Abonnenten. Das finde ich auch sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, weil meine Videos sind qualitativ ja nicht so hochwertig. Da gibt es bessere Let's Hacker und die haben weniger Abonnenten. Aber auf jeden Fall danke für euren Support. Dia-Stiefel, Auto-Armor, vielleicht mal arbeiten. Egal, ich habe nicht mehr sehr viel Life. Ich hoffe mal, da kommt jetzt kein anderer. Heilungstrank habe ich auch nicht. Geil. Dann muss ich mal kurz warten, bis mein Leben wieder ein bisschen voller ist. Und übrigens, falls jemand Geld mir spenden möchte, ich brauche nämlich Geld. Ich meine, wer braucht nicht Geld, aber man sieht ja meine FPS. In Skywars geht's eigentlich, aber wenn man dann mal in QSG geht oder so, dann hat man schon nur noch ungefähr 25 FPS. Und das ist halt echt scheiße wenig. Also ihr könnt mir gerne Geld schenken. Wird zwar keiner machen, aber egal. Da vorne ist das Ordnungsamt. Ich hoffe mal, das verhaftet uns jetzt nicht wegen Hex. ich glaube, das verhaftet uns jetzt, oder? Bitte nicht verhaften. Ah, scheiße. Ich habe ja einen Chatbann. Okay. Trotzdem hoffe ich mal, dass der uns nicht verhaftet. Aber der hat eine geile. Alter. Okay, der hat ein Flammeschwert. Lol, ich habe ihn einfach bekommen. Mein Texture Pack ist ja sowas von scheiße. Und gerade das Feuer. Man hat ja gerade das Feuer gesehen, ne? Und das sah echt etwas scheiße aus. Kann man schon sagen, oder? Habe ich irgendwie Schneebälle? Nein, ich habe gar nichts, geil. Und ich bin auch übrigens heute ja allein, wie man sieht, weil keiner Bock hat, mit mir aufzunehmen. Ich glaube, der wird sich auch wundern, warum ich hier einfach. Ja, bringt dir nichts, mein Kleiner. Ja. Hä, hey, was war das denn für ein komischer Typ? Hat sich einfach gar nicht gewehrt. Haben wir einen Kompass? Nein, sieht nicht so aus. Oder bin ich dumm? Ja, ich bin dumm, aber ich weiß. Dann gehen wir einfach mal. Wir haben einen Kompass. Lol. Der Kompass ist in meiner Hand. Da. Jetzt habe ich ihn weggeworfen. Da ist er ja. Auf jeden Fall in die Richtung. Dann gehen wir mal zu dem, oder? Übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe, Nova B14, mit dem ich gerade spiele, ist Nova B7, nur recolored, das heißt, es ist auf rot gemacht und renamed, das heißt, die Mods heißen statt Glide, No Down Glide oder statt Scaffold, Scaffold Work, also das hat Apexy einfach umbenannt
Und das ist auch schon der letzte Spieler, wie es aussieht. LOL. Er war einfach One-Hit. Okay. Falls euch die erste Runde gefallen hat, dann lasst schon mal ein Like da. Ich glaube, die Enderperle wird nicht treffen. Aber ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Jo Leute, wir sind zurück. In einem anderen Spielmodus, und zwar in dem neuen Spielmodus Minecraft. Warte, hat das nicht einen Joker? Nein, hat keinen Joker. Das wäre witzig gewesen. Oh, da war eine Kiste. Chest sieht er vielleicht an. Okay, habe ich mit dem Text an. Player ESP. Alter. Das ist ja direkt eine. Läuft halt das AAC ein bisschen rum, ne? Ich kenne den Spielmodus leider selber noch nicht so gut. Also nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen verkacke. Aber den ersten Kill, den haben wir schon mal. Und haben immer noch das scheiß Schwert. Egal. Bohrer. Okay. Wir haben ein Bohrer-Event. Sorry, wenn ich hier irgendwie gar nicht klarkomme. Ich kenne den Spielmodus halt noch gar nicht, wie schon gesagt. Aber ich finde es ziemlich geil mit der Schaufel, wo einmal als Hacker hat man hier einfach die Unsichtbarkeit. Hat man hier jetzt diesen Lichtmod, also Lichttag. Das heißt, man sieht halt alles. Und einen Goldapfel habe ich auch schon. Bogen auch, okay. Die Schaufel sollte ich vielleicht trotzdem nochmal behalten. Was haben die denn hier für ein AC drin? Auch 1.9.9. Ja klar. Was? Lass mich ficken. Alter. Wenn ich jetzt gestorben wäre. Wirklich peinlich, Digga. Okay. Da ist ein Spieler, der hat sich Unsichtbarkeit gegönnt. So wie es aussieht. Oh shit. Als ob. Meine Killer hat ihn einfach nicht geschlagen wegen dem Invisible Scheiß. Alter. Jetzt musste ich ihn legit töten. Egal. Ja. Steht einfach /NA. Okay, dann gehen wir mal weiter zu dem hier. Wie viele leben denn jetzt noch? Oh. Wie viel Level habe ich nicht? Ich habe gar kein Level. Okay, dann bringt es eigentlich nichts, oder? Ich hoffe mal, diesen Typ hier, den bekommen wir noch. Es leben noch 5 Spieler, okay. Okay, wir haben aber immer mittlerweile schon ein Steinschwert. Okay, vor allem dass wir den Lichttag haben. Ist halt ziemlich geil. Er kann aber nichts tun. LOL. Okay, den haben wir auch schon mal. Hatte der noch irgendwas Besonderes? Er hatte Leitern, ja, okay, das brauchen wir nicht. Slash Start. Wo sind jetzt die anderen Spieler? Da unten ist noch einer. Den hole ich mir jetzt mal. Oh, sogar noch 2. Ein Level haben wir immer noch nicht. Als ob. Okay, man muss halt auch aufpassen, ne, dass man nicht hier irgendwo in ein Loch fällt und man sofort stirbt. Das Event habe ich nicht ganz verstanden. Okay, wir kommen immer näher. Lol. Was ist jetzt los? Oh, mal ein bisschen Erde. Ja toll, jetzt habe ich keine Erde. Ach so, jetzt geht's wieder. Woran hängt das jetzt genau? Übelkeit. Geil. Vielen Dank, Komadi. Team. Ist hier Ende oder warum frage ich hier so rum? Ich habe keine Ahnung. Jetzt geht's ja auch wieder. Okay, wir kommen ihnen näher. Der Spielmodus ist, glaube ich, für die Zuschauer echt hart langweilig. Okay, der war schnell tot.
Aber ich wollte ihn einfach mal ausprobieren. Also wenn er euch gar nicht gefällt, dann sagt das einfach und dann spiele ich das nicht mehr. Okay. Das Event ist toll, auf jeden Fall. Ich glaube, die andere war irgendwo in die Richtung hoch. Ist auch echt praktisch mit dem Step, weil dann kann man einfach sich hier so eine Treppe hier bauen. Ach, da ist er ja. Da sind sogar beide anderen noch. Da hätten wir direkt meine, hätte ich direkt meine erste Runde gewonnen, aber mit Hex gewinnt man ja. Wieso meistens? Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich wollte bald ein Review für einen Generator machen. Von, wer ist denn der Typ? Lol, es ist wieder ein Invisible. Shit. Lol. Wie peinlich. Egal, ja, ich wollte bald ein Generator Review machen von den Generator von Spirit Code oder Sprite Code. Nee, Sprite Code, genau. Da ist einfach ein Anfangsteil. Okay. Freeze. Geil. Wo bist du? Ja, okay, ich habe eh einen Chatbanner. Also der Generator wird wahrscheinlich auch als haben, die funktionieren und nicht so wie der Winners Gen, der dann nicht mehr geht nach ein paar Wochen. Okay, das ist glaube ich schon der letzte Spieler. Die Aufnahme läuft eigentlich sogar ganz flüssig. Lololol. Alter, ich muss ihn schon wieder legit killen. Und ich hab gewonnen. Lol. Boah, ich hab da noch GG. Okay, das war auf jeden Fall eine spannende Runde. Bisschen langweilig für die Zuschauer, denke ich mal. Aber, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Und wenn ihr Vorschläge für andere Spielmodus oder Server habt, wo ich mal spielen sollte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Minecraft spiele, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.